Drückbereit bin ich und Claire ist auch da. Ein toller Tag. Wie denken Sie darüber? Schnell. Sie haben heute im Training viel Zeit auf der Strecke verbracht. Ist das Auto zuverlässig genug, um das zu verkraften? Ich habe so viel Zeit auf der Strecke verbracht, um Zeiten zu drehen und zwar eine 1.28.490 auf den roten, 4.90, falls ich es gerade zu schnell und zu überhastet gesagt habe, und die Bestzeit vom Carlos war eine 1.29.546 auf roten. Und damit hallo allerseits und willkommen zurück bei F1 2019. Das Qualifying aus Suzuka. Durch solche Tests können wir die Zuverlässigkeit verbessern. Natürlich, das neue Aero-Paket reduziert. Punkt. Wir würden nicht so viel Zeit auf der Strecke verbringen. Natürlich. Ausrufezeichen. Ende des Kommentars. Im Training waren Sie richtig schnell. Werden wir im Qualifying ähnliche Zeiten zu sehen bekommen? Schnell. Ich reizte die Grenzen des Wagens aus und deshalb sollten wir auch im Qualifying gut abschneiden. Wir haben genau den richtigen Abtrieb. Wir sollten etwas ganz Besonderes zu sehen bekommen. Wir haben noch immer denselben Motor, also ja natürlich, ja, dem Wagen gefällt es hier. Klasse, das war dann alles. Bitte schön, jetzt nicht drücken und auch weiterkommen können. Drück, drück, es lässt sich nicht öffnen. Es lädt. Manche wollen, dass es lädt. Aber wer Unreal Tournament spielen will, der will nicht, dass es lädt. Nachrichten. Werde Dritter oder besser? Zwei Rennen haben wir dafür Zeit, das Wetter soll sagen. Hier hast du Wolken und die regnen vielleicht nicht. Gut. Upsa. Teile werden gewechselt, dann gehen wir auf zur Zeitenjagd. Willkommen auf der einzigen Strecke des Rennkalenders, die die Form einer 8 hat. Wir sind hier in Suzuka zum Qualifying für den großen Preis von Japan. Vorsicht, eckige Kurve. Die Vorbereitung der Teams auf das heutige Qualifying laufen derzeit garantiert auf Hochtouren. In den vorherigen Trainingssessions gab es einige beeindruckende Zeiten. Stefan Römer, glaubst du, dass wir auch heute solch ein hohes Niveau erleben? Der Butler hat seinen Wagen vergessen. Das will ich doch hoffen. Die Konkurrenz hier ist äußerst stark. Und ich denke, wir werden heute extrem kurze Abstände erleben. Beim Training geht es nicht nur um die schnellsten Rundenzeiten. Es geht ums Optimieren und um das Überprüfen von Entscheidungen. Kimi. Kleine Fehler sind ja keine große Sache. Im Qualifying ändert sich das. Dort muss man die perfekte Runde fahren, sonst spürt man die Konsequenzen. Glaub mir, das erhöht den Druck gewaltig. Macht der Nico bei F1 2020 dann nicht mehr dabei? Das ist so bescheuert. Kein Deutschland-Grand Prix mehr, nur noch ein Deutscher im Fahrerfeld. Wir hatten mal zwei Deutschlandrennen und bis zu 5 Fahrern aus Deutschland. Früher war alles anders. Autoeinstellungen, dann doch. Achso, erstmal hier Sprit. Dann doch wieder 8.6 eingestellt, auch wenn wir jetzt sowieso vor unserem Teamkollegen sein werden, weil wir die besseren Teile eingebaut haben. Und Fahrzeughöhe bei 30 Tankrunden überprüft. 7.7 lässt uns gut fahren. Okay, schnell raus, bevor es vielleicht noch regnet. Alles klar. Und wie immer hier nicht zu schnell drücken, ansonsten gibt es vielleicht eine fliegende Runde. Fährt denn da vor uns raus? Ein Haas auf Roten. Ja, so ein lahmer Haas ist aber nicht gut. Lahmender Haas. Aktuelle Teilabnutzung, sehr frische Sachen. Das sind die Singapur-Sachen. Seit dem Singapur-Rennen nicht mehr eingesetzt und eben, abgesehen vom Getriebe, ist das genau die Abnutzung eben aus dem nur Singapur-Rennen. Jeff, sei leise. Verstanden, geht in Ordnung. Wetterbericht. Der Regen wird in etwa 10 Minuten abklingen, also versuch da draußen konzentriert zu bleiben. Am schnellsten kommst du gerade mit Trockenreifen voran. Wetterbericht. Die Bedingungen
sehen im Moment stabil aus. Wir erwarten momentan keinen Regen. Trockenreifen passen gerade am besten. Ja, irgendwas, was jetzt richtig blöd ist. Status Konkurrent. Für diese Information fehlen uns derzeit Daten. Diese Information würde uns der Butler liefern. Ich wollte wieder den Lukas auswählen, aber da wir ihn geschlagen haben, stand er nicht zur Auswahl. Wetterbericht. Das Radar zeigt keine Störung. Das Wetter sieht im Moment gut aus. Am schnellsten kommst du gerade mit Trockenreifen voran. Einwandfreier Funk hier hinten beim Löffel. Das war im Vorgänger noch anders bei F1 2018. Da hatte fast jede Strecke so sein Funkloch. So, los geht's. Eine 1,27er muss her. Solange die Strecke frei ist, gleich mal relativ hohe Modi fahren. Vor allem den Strom. Mit dem ich wieder verbremsen, was mir im Training oft passiert ist. Und dann bin ich dann rausgerutscht. Nicht optimal angefahren. Oh Gott. Jetzt nicht den Wagen schrotten. In der Kurve bin ich auch noch nicht rausgeflogen an diesem einen Wochenende. Aber es hat schon ziemlich weit unten angefangen bei den Essens. Und dann habe ich nicht genügend Geschwindigkeit rausgenommen, um diesen Kurs zu korrigieren. Die Position auf der Strecke ist gerade wieder gut. 30-1, der Haas. Das ist ja gar nichts. Der Vettel mit einer 29-4. Ist im Grunde auch zu langsam, für uns zumindest. Der Leclerc auch. Oh, knapp schneller als sein ehemaliger Teamkollege. Jetzt heißt es wieder auf sich selbst kommen. Hinter uns ein Alpha Sauber und dann kommt ein McLaren. Weit genug weg, die Kollegen. Zweiter Versuch. Ah, da kommt jemand blöd raus, relativ blöd. Die SSG noch bedeutend besser. Ach, der Teamkollege ist da vorne, oder was Rosen ist. Da saust jemand über uns vorbei. Mist, wieder der siebte. Mist. Na, der Carlos gibt ja nächste Runde zum Glück eh Gas. Dann bindet er uns hoffentlich nicht. Den Löffel habe ich auch schon viel besser hinbekommen. Ach herrje. Drei 17, drei 18 Sachen mit eben anderem Benzingemisch. Und natürlich besseren Teilen. Aber da kann man noch schneller fahren. Da steht der Carlos vor uns, das ist gut. Wenn da schon jemand vor uns sein muss. Auch keine richtig zufriedenstellende Linie. Überhaupt nicht. Ah, musst du vom Gas gehen. Wieder der siebte zu weit innen.
Mann. Da schalte ich den Strom jetzt nicht um. Endlich mal wieder ein guter Löffel. Aber da steckt noch viel mehr Zeit drin. 29,7 zur Zeit nur. Bestzeit Carlos. Hoffentlich fährt er jetzt nicht zu langsam. Zeit innen. Mann! Läuft noch nicht. Vielleicht scheint zu wenig Sonne. Zeit innen. Sonne kommt langsam raus, vielleicht wird die nächste Runde besser. Oh, Fahrer vor mir. Wie bei Zehnter. Claudia, ihre beste Rundenzeit beträgt 1,29,6. Ja, wir sind ja schon eine 1,28er gefahren im Training. Schnellste Runde insgesamt. Im Moment liegt die schnellste Runde bei 1 Minute 27. 27, 27,3. Der Wagen fühlt sich auch etwas schwammig unter den Kurven. Vielleicht ist es wirklich zu kalt. Die nächste Runde können wir auf jeden Fall noch fahren und dann mit dem Sprit mal gucken. Gerade sehr frei, weil die alle drin sind. Zweit innen wieder. Ja, im Training hat sich das schnell angefühlt. Kein Wunder, dass wir keine 28er hinbekommen. Bleib ich im Sechsten? Ja. Auch wenn der Wagen etwas gequält klingt. Zwei denn? Die nächste Runde fahre ich auch noch an. Hat man 28er, dritter damit. Strom reicht nicht mehr komplett aus. Für noch eine weitere Runde. Mist, jetzt wird denn scheiße. Trotzdem auf Bestzeitkurs, da geht's was schief. Löffel passt wieder. Diesmal auch wirklich auf Überholen fahren.
Immerhin schnellste Runde seit diesem Rennwochenende. 0,6 Tankrunden noch. Fahrer vor mir. Carlos, der ist noch so weit weg. Beste Rundenzeit beträgt 1,27,3. Mann, 0,3. Eine 27er muss ich auch hinbekommen, aber eine 27,3 ist gefühlt unschlagbar. Wolltet ihr die Zeit raus? Ich würde gerne mal fett fahren bei der Radarfahrt. Ich könnte den Frontflügel ja noch ändern. Wenn wir jetzt viel zu schnell auf der Geraden sind, dann ist der Flügel womöglich zu niedrig. Was habe ich vorhin gesagt? 3,21 war durchaus, ja. Nee, das war das Training. 3,18, 3,19 hatten wir auf jeden Fall mal bei der Radarfalle. Vielleicht ist der Sprit alle. Geht ja auch noch bergauf mit 150 Sachen hochrollen. Noch 0,1 dastehen. Jetzt gebe ich wieder noch kein Gas. Ich lasse noch rollen. Jetzt geht es gleich wieder bergab, aber noch ein Stück bergauf. Jetzt lasse ich nur rollen. Gewinnen wir Geschwindigkeit? 79? Nee. Wir verlieren bloß langsam. Ha! Mit 0,1 Sprit in die Box gekommen. Und der Autopilot verbraucht den Fitzel auch noch. Ja, aber die Zeit von Carlos, die ist phänomenal angsterregend. Was sind wir gefahren? Eine 28,4? Im freien Training. Eine 27er habe ich mir schon erwartet, aber keine niedriger 27er. Vielleicht 27,7, wenn es verdammt gut läuft, aber erst eine 27,3 gefahren. Vielleicht war es ein Eintagsflieger und er bekommt es nicht mehr hin. Das ist gerade meine Hoffnung. Oder er hat voll auf Qualifying Setup gesetzt, aber sowas macht die KI, glaube ich, nicht. Die deutlich vom Ricardo. Aber auch sehr deutlich in dem Teamkollegen. Ich gucke erstmal Radarfalle. 3,20, okay. Belassen wir es mal so. Im ersten Sektor 3 Zehntel. Im Mittelsektor 1 Zehntel. Oh, im letzten Sektor 3. Der ist so kurz, das ist bloß die Schikane. Gut, da war die Konkurrenz schon immer ziemlich gut, allen voran auch beim Ausgang. Aber dennoch, in so einem kurzen Stück 3 Zehntel, das ist fies. Und im ersten Sektor auch 3 Zehntel Rückstand, das gefällt mir gar nicht. 28, na, ich merke mir mal die 27, also die 73 und die 10, die 94. 73, 94. 73, 94 stehen noch. 73 steht noch. 94 ist eine 98 geworden. Ne, ist der 14. Ist eine 92 geworden. Der Butler wieder weiter hinten. Russell raus. Grosjean, Kimi, Quert und Giovinazzi. Unsere Hoffnung kann gerade nur sein, Carlos muss beim Start nach hinten, weil er noch Teile tauscht. Ich sehe ansonsten gerade nicht, wie wir ihn schlagen könnten. Mm-mm. Ich gucke nochmal kurz auf die Rennstrategie der letzten Saison. Aber die Roten haben sich schon im Training ganz gut anschauen lassen in Sachen Abnutzung. Die Gelben sind aber auch bloß eine halbe Sekunde langsamer, ne? Letzte Saison auf den Gelben losgefahren und dann auf den Roten. Also schaffen wir Gelb und Rot auch wieder, dann machen wir das genau in der Reihenfolge. Auf der Strecke ist nicht viel los.
los. Das sollten wir vielleicht nutzen. Carlos wird, glaube ich, so oder so vor uns starten. Dann bringt's nichts, wenn ich im letzten Stint auf den Weicheren fahre, wenn er uns schon im ersten davon bügelt. Und ich vielleicht sogar nach Position verliere. Nee. Also fahren wir auf den Roten raus. 28,1 unsere Bestzeit. So, hier 6 Kilogramm, genau. Rote Reifen, raus. Bereit. 28,1, 28,1. Jetzt ist die Sonne, glaube ich, schon draußen, oder wirkt das nur gerade so? Hat sich nicht großartig was getan. Vielleicht bin ich hier heute in Suzuka ein schön Wetterfahrer. Red Bull ist hinter uns, laut Streckenkarte. Jeff, sei leise. Geht in Ordnung. So, jetzt muss ich die Unterbrechung gleich hinbekommen. Wetterbericht. Wetterbericht. Im Moment droht kein Regen. Die Bedingungen sehen gut aus. Trockenreifen passen gerade am besten. Der Red Bull bleibt auf jeden Fall hinter uns. Die Strecke nach vorne ist gerade frei. Das soll so bleiben. Schatten geben. Der wird in der letzten Schikane E-Zeit gewinnen auf uns. Okay, jetzt muss es passen. Schön. Ist noch nicht so schlimm für die Runde, aber auch nicht optimal. Der Typ muss hinten bleiben. Soll nur Zickzack fahren. Der muss hinten bleiben. Leicht verbremst, aber noch gerade noch die Spur gehalten. Wir müssen ja noch weiterkommen, aber die Zeit sollte schon gut sein. Der Red Bull kann ja gut mithalten, das ist nicht gut. Auf Vollgas geblieben! Zack wollte da ganz leicht rum. Und ganz leicht ist gut. Sehr schöner Löffel. Vor allem ist der Red Bull erstmal weg. Aber an der Schikane kommt er wieder ein Stück ran. Weißer Balken gleich alle. ...27,1, das ist die Zeit von Sainz. Die hätten wir gerade geknackt. Es geht ja doch, Mann, und dabei ist mir doch einiges quer gekommen. Also allen voran da oben bei Dunlap. Da steckt also immer noch Zeit in der Runde. Eine 27,1, es geht doch. Ach, wie mir der Sektor oben quer kam und ich bin noch Vollgas geblieben. Das war ein Ritt auf der Rasierklinge. Okay, es geht doch, es geht doch. Das ist wichtig zu wissen. Dabei war der Red Bull in den SS dran, die ganze Zeit. Aber die Zeit hat er dann woanders verloren. Sainz hinter uns. Fahrer hinter mir. Carlos hinter dir. Deutlich in seiner Bestzeit aus Coins. 1 Minute 27,7. Ja, kann man schon sagen. 4 Zehntel ist schon deutlich. Wir sind eine Sekunde schneller gefahren.
Ah, dafür war der Löffel wirklich 1A. Boxenstopp. Okay, wir können dich diese Runde reinholen. Jetzt weiß ich, dass ich aber auch eine 1.27.1 fahren kann. Dann muss die auch mindestens in Q3 her. Mann. Da denkt man schon wieder an Q1. Oh, das geht hier gewaltig schief gegen den Teamkollegen. Und dann Q2, zack. Rundenzeit. Guckst du an. 0,2 Tankrunden noch über. Mit 5 Kilogramm könntest du halt höchstens in Spielberg fahren. Oder in Brasilien. Auch wenn da viel Vollgas drin ist. Plopp. Aber da... Und rumwackeln. Da ist die Runde bedeutend kürzer. Oh, nur Mittelsektor vom Herrn Teamkollegen. Da aber deutlich. Hatte der da Verkehr oder was? Dann muss er aber auch in Sektor 1, 1000stel ist er schneller. In Sektor 1 muss er ja an ihn rangefahren sein, im Mittelsektor wurde er behindert und dann im letzten Sektor hat er ihn überholt. Heißt also, bei 130R hat er vielleicht seinen Blockadeur überholt. Also, eine 77 wird gemerkt und wieder eine 94. 77 und 94. Jetzt haben die Reifen runter, 3%. 71 sind wir, 77 und jetzt 93. 77, 93. steht noch, aber die fahren ja jetzt noch. 77 und 89. Ausgeschieden. Oh, ein Renault und der andere ist gerade so weitergekommen. Wird wohl nix mit Renault grätscht dazwischen, aber vielleicht macht das ja Red Bull. Die sehen echt nicht verkehrt aus. Aber in Q3 wird McLaren erst richtig aufdrehen. Da wird auch Vettel, denke ich mal, wieder hinter McLaren sein. McLaren hat einen viel besseren Motor und Renault hat eine viel bessere Aero und Renault ist schon zur Hälfte ausgeschieden. Also, Nico raus, Pierre Gasly raus, der Kubica ist auch raus, der Albon und der Sergio. Checo, Perez. Okay. Eine 27.1. Ich hätte gerne eine 26er. Ist durchaus drin nach der Runde gerade eben, ja. Jetzt haben wir mehr Runden. Bestimmt verkacke ich es dadurch wieder. Autoeinstellungen. 11 Kilogramm. Reifen. Q3. Und raus. Alles fertig, wir sind bereit. Wir haben einen Wing-Knopf. Da müsste man noch als Spaß daneben den Knopf basteln mit Chicken. Oh, der Teamkollege hinter uns. Das Bild gefällt mir. Wobei der McLaren da vorne gefällt mir nicht. Auch wenn es der Butler sein sollte. Dann erst recht nicht. Jeff, sei leise. Alles klar. Hoffentlich mache ich nicht Monster, wobei das Monsterrennen war dadurch sehr spannend und auch interessant, dass ich hier in Q3 meiner Runde so halbwegs hinsetze und dann den Wagen wegschmeiße. Den Wagen hier wegzuhauen, das ist wahrscheinlicher als in Monster. Es gibt viel mehr böse Stellen. Wetterbericht. Der Regen wird in etwa 10 Minuten abklingen, also versuch da draußen konzentriert zu bleiben. Am schnellsten kommst du gerade mit Trockenreifen voran. Der Carlos wird nicht weit genug von uns weg sein, der wird sich selbst hinter uns behindern. Vorbeilassen werde ich ihn nicht. Keinen Fall. Muss er selbst Abstand lassen. Also sein erster Schuss könnte nach hinten losgehen, weil er in den SS Windschatten hat.
Lass doch Abstand, Carlos. Du Dödel. Wollen wir auch mal Gas geben? Er will vorbei. Egal, ich will vorne bleiben. Setzt er da an? Naja, dann Superwagen, ne? Jetzt könnte er wieder vorbeifahren. Ne, ich mach da nicht, er fährt nicht im Windschatten. So, Konzentration. In der Wiese. Ah, mit der Wiese echt nicht gut begonnen. Jetzt fährt er hier vorbei, ich fass es nicht. Jetzt Abstand gelassen, jetzt bindest du uns beide. Aber ich bin mit meiner Wiesenfahrt noch selbst schuld. Und wird nix. Na, ja, der Carlos wird sich denken, jetzt fahr doch deine 27.1, damit ich freie Fahrt habe. Oh, der Ausgang läuft sehr zu unseren Gunsten bei der Haarnadel. Dafür kommt die KI. Entschuldigung, die Konkurrenz der Invasionhaber besser aus der Schikane raus. Ich halte strommäßig nicht mehr um. Die Runde ist für ein Popo. Der behindert sich wieder. Jetzt überholen uns bitte nicht, weil wir fahren jetzt noch weiter. Oh Mann, ey. Blöde Anfahrt. Aber schneller ist die bisher beste Zeit von uns. Kurz zum Gas gegangen. ...29.1, die beste Zeit bisher. Ich fahre noch nicht mit vollem Strom, die nächste Runde wird hoffentlich besser. Zeit in jetzt, Mist. Carlos kommt rein, Butler auf der 1. Sainz auf der 8 wie auf der 10. Nicht gut fürs Team, gar nicht gut. Blub, blub. Eine Runde mit Sprit. Mit dem Sprit ist noch drin. Die muss jetzt sitzen. Strecke ist frei. Es liegt da nur an mir. Strom könnte zu wenig sein. Ja, 9/10, hallo. Jetzt muss der Strom erreichen. Mist. Dir gerne viel mehr geben nach der Haarnadel. Viel mehr Strom. Nämlich volle Pulle würde ich ganz gerne geben, aber das kann ich knicken, sonst schaffen wir das nicht mehr. Mit Zufahrt auf die Schikane. Nicht gut genommen, Mist. Aktuell nur 28.1, wenn ich das jetzt gerade zusammenrechne. Aktuelle Zeit und dann gleich Bestzeit mit dem Delta. Reicht erstmal für die Bestzeit, aber eine halbe Sekunde in der eigenen Bestzeit. Butler vor seinem Teamkollegen.
soll der Sektor oben beim Berg doch rumkommen lassen. Fahrer hinter mir. Butler hinter dir. Ihre beste Rundenzeit beträgt 1,28,1. Bisher hatten wir beide unsere Ausreißer. Im eigenen Team. Der Carlos in Q1. Wir in Q2. Allerdings war sein Abstand, ja, 27,3, 27,7 kleiner als unser jetzt von Q2 zu Q3. Wir holen nochmal frische rote Reifen, dann geht's nochmal raus. Ich setze wieder auf eine Runde, sprich 6 Kilogramm. Wenn schon, denn schon. Boxenstopp. Alles klar, komm mal mit 4 Minuten 10. Womöglich werden wir im Verkehr sein. Aber es bringt halt nichts mehr, Sprit mitzunehmen, wenn nur noch eine Runde zu fahren ist. Bei 4 Minuten Restzeit. Sehr interessantes Qualifying. Wir wissen, wir können noch schneller sein. Wir wissen, der Carlos kann noch schneller sein. Und wer weiß, was die McLaren noch machen. Und siehe da, die McLaren auf einmal ganz vorne dran. Nicht so wie in Q1 oder Q2. Mit Problemen auf dem Zeitentableau. Nein, jetzt geben sie so richtig Gas. So, ich will am besten noch vor den ganzen Dödeln hier rausfahren. Autoeinstellungen. Nein. Reifen. Ja, wir sollten noch vor denen rauskommen. Vor 3 Minuten Restzeit auf jeden Fall. Oh, da macht aber schon jemand Lärm. Wir sind hoffentlich schneller. Komm, 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 komm. Ah, der Carlos fährt hinter uns. Wieder einmal, aber diesmal deutlicher. Das könnte gut für ihn sein. Kommt er direkt hinter uns raus? Nee, da war schon jemand zu hören. Als wir gerade noch in der Garage waren. Der gefühlt schon viel weiter war als der Carlos. Machen wir echt nicht oft in Q3 nochmal rausfahren mit frischen Roten. Aber so langsam wird's richtig eng. Es geht um die allerbeste Wurst. Das Saisonfinale naht. In Suzuka kann man nicht gut überholen. Anders als in Monza. Wobei, das ist auch schwierig, sich abzusetzen. Aber da heißt es, sich einfach vorne festzusetzen und dann taktisch fahren. Also eine Freirunde werden wir auf jeden Fall bekommen, schätze ich. Da liegt es wieder bloß an meiner Wenigkeit. Dem Sprit werden wir definitiv auch auskommen. Das ist mir nach Q2 auch klar. Oh ja, so viele Autos hinter uns, wir haben gleich freie Fahrt. Also dann, Hokus Pokus, ich brauche den Fokus. Ist 2000.
Scheiße. Und da ist eine 26er. Da habe ich zwei Ecken gehabt, wo Zeit liegen gelassen wurde. Ich muss mehr leichtere Autos fahren. Das war ja ein Unterschied wie Tag und Nacht. 27:0. Eismann, Sainz Junior und Devin Butler. Mit dem Ende des Qualifyings ist unsere Startaufstellung nun komplett für das große Rennen. Seien Sie morgen unbedingt mit dabei, denn es wird zweifelsfrei ein fantastisches Event. In der Mitte der SS einmal zu weit raus und beim Löffel leicht das Heck verloren, weil ich auf dem Randstein war. Und trotzdem nach 27:1, 26:7, der Carlos glatt 27:00 und schaut mal, weit weg der Butler ist und der Lukas nur auf der 8. Wie auf der Pole, Doppelpole für Rennpunkt Force India. Carlos auf der 2, dann kommt der Butler, Ricardo, Bottas, Vettel, Verstappen, der Lukas, der Hamilton und Leclerc. Mann, und das nach Q1. Wagen deutlich schwerer. Das war wohl der Knackpunkt. Der Wagen hat sich auch entsprechend schwammiger angefühlt. Oder lag es auch an den Temperaturen, sprich Wolken, weniger Sonne? Könnte auch sein, aber ich glaube, es liegt eher an dem Gewicht, was ich mit mir rumgeschleppt habe. Und was ist die Moral von der Qualifying-Geschichte? Fahre lieber leicht oder nicht? Schnell. Und damit bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und tschüss.